In der Weihnachtszeit sind sie traditionell gekleidet unterwegs. Als Kaspar, Melchior und Balthasar ziehen die Sternsinger umher und sammeln Geld für Hilfsprojekte. Den Kindern und Jugendlichen macht es Spaß. Helfen ist für sie eine Herzensangelegenheit. Also das Besondere an den Sternsingern ist halt, dass man armen Leuten hilft, denen es halt überhaupt gar nicht gut geht und die ein viel schlechteres Leben haben als wir. Und wir sind halt schon so ziemlich sehr verwöhnt. Was Besondere an den Sternsingern ist, dass wir uns für die Kinder dieser Welt einsetzen, wo andere es halt nicht schaffen, Geld dafür zu sammeln. Und also ich persönlich bin da sehr stolz drauf. Dass wir Kindern helfen und die frohe Botschaft, also anderen Menschen überbringen können, dass sie Freude haben, weil viele Menschen haben ja keine Freude mehr. Und auch Kinder, die müssen Kinderarbeit machen und leben in Armut und dafür helfen wir und das ist ganz besonders wichtig. Dass man halt neue Freunde kennt, also neue Leute kennenlernt, Freunde da hat, Familie da hat. Und halt auch Neues kennenlernt in der Stadt. Die Sternsinger der katholischen Gemeinde Heilige Familie waren zwischen Weihnachten und Silvester fast täglich unterwegs. Unter anderem besuchten sie Oberbürgermeister Stefan Skora im Hoyerswerdaer Rathaus, brachten ihren Segen aber auch in Altenheime und Geschäfte in Kamenz und Lauter. Als dann im Dezember die Nachricht kam, wir fahren nach Berlin, stand natürlich die Frage, wer? Der Lostopf entschied für Emma, Michelle, Sophie und Julian. Also wir haben uns sofern vorbereitet, dass wir halt wirklich echt nochmal durchgegangen sind. Was brauchen wir alles? Was müssen wir halt alles mitnehmen, damit wir gut vorbereitet sind? Haben uns auch nochmal die Lieder angeguckt, die wir auch nochmal im Kanzleramt gesungen haben. Wir haben auf jeden Fall alle Lieder, die wir zugeschickt bekommen haben, nochmal vorher geübt und haben dort auch, wo wir in der Jugendherberge waren und alle auf zusammengetroffen sind, haben die dort auch nochmal geübt und haben Sachen ausgesucht und ja, wir waren also alle sehr aufgeregt auch. Wir haben uns auch Filme angeguckt über die Kinderarmut, in Berlin auch einen. Und dann haben sie uns alles erklärt in Berlin, wie das dann abläuft. Bereits am Sonntag fuhren die ausgelosten Sternsinger mit Betreuerin Annabelle Winzer nach Berlin. Schließlich sollte nichts schiefgehen. Am Montagnachmittag ging es dann für die vier Hoyerswerda-Vertreter zur Kanzlerin und hier sangen sie gemeinsam mit Angela Merkel. Einige durften ihr auch die Hand schütteln. Es war halt schön, ihr die Hand zu geben, weil es halt auch eine sehr besondere Person ist in Deutschland, oder ja. Und ja, war schön eigentlich. Also ich habe es nicht geschafft, ich weiß nicht, wie es bei den anderen war. Und es war auch eine sehr gute Akustik dort, durch die großen Räume auch. Also wir konnten nur halt guten Tag sagen, aber mehr nicht. Und es war sehr aufregend. Also ein persönliches Gespräch gab es nicht. Es war so, dass alle Gruppen sozusagen durchgewunken wurden, einzeln die Hand geschüttelt wurde und dann ein Gruppenfoto gemacht wurde. Und dann ging es auf eine Tribüne. Also es war mal kurz guten Tag und schön, dass wir da sind und so. Und ja, am Kanzleramt, das war sehr interessant. Wir hatten zwar keine Führung, aber wir haben einen Film geguckt, also darüber, wie das entstanden ist. Und ja, das Einzige, was ich ein bisschen anstrengend fand, waren die Sicherheitskontrollen. Aber ansonsten war alles sehr interessant. Circa 2500 Euro sammelten in diesem Jahr allein die Mitglieder der Gemeinde aus Hoyerswerda. Initiativen gegen Kinderarbeit und für Bildung werden mit dem Erlös unterstützt. Doch die jungen Gläubigen haben aus der Weihnachtszeit noch mehr mitgenommen. Also wir Sternsinger halt einen großen Dienst vollbracht haben, um armen Menschen zu helfen, also dass es denen wenigstens ein bisschen besser geht. Und ja. Dass man halt eigentlich jederzeit ein kleiner Sternsinger sein sollte. Also dass man halt immer hilfsbereit sein sollte und anderen Leuten auch in schwierigen Situationen zu helfen. Den Worten von Julian ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht kommen sie auch bei einigen Erwachsenen an. Verleihe ihnen zu dieser Zeit großen Frieden.